Hallo, ich benutze mein AirPod gerade für Mikrofon. Ich glaube, keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber ich wollte nur Bescheid geben. Es ist Dezember. Ich poste diesen Vlog auch im Dezember. Der ist noch von September. Gönnt euch einfach ein bisschen Throwback zum Sommer. Ich hatte den auch, ich war immer zu voll, den zu schneiden. Aber jetzt geht's los. Okay, bye, viel Spaß. Guten Morgen! Also, guck nicht auf meine Haare. Wir sind gestern Abend angekommen aus Griechenland und ich bin direkt ins Bett gefallen. Und jetzt muss ich noch meine Sachen aufräumen, also meinen Koffer auspacken. Ich muss meine Pflanzen, ey. Die Hälfte von meinen Pflanzen ist einfach tot, beziehungsweise ich glaube, ich kann die noch fixen. Die muss ich dann auch heute machen. Dann muss ich mein Zimmer abstauben und aufräumen. Und es ist so ein After-Urlaub-Clean-up. You know? Wäsche waschen und sowas. Muss man ja alles immer machen. Also ich mache mir jetzt Frühstück, aber wir haben nicht mehr so viel, weil wir jetzt gleich einkaufen gehen. Aber wir haben noch so Vollkorn-Haferflocken, Milch und Kakao. Deswegen machen wir jetzt einfach Porridge. Aber ich habe da halt null Topping für. Ich mache einfach nur Porridge ohne gar nichts. Ja, Mann. Ja, dann setze ich mich halt, damit ihr mich sehen könnt. Okay, wie viel mache ich jetzt davon rein? Eins, zwei, drei. Reicht das? Nein, gell? Ich mache mal nochmal vier. Und fünf. Ich mach fünf. Fünf ist eine gute Zahl. Kanadischer Ahornsirup. Ich glaube, es hat geklappt. Jetzt habe ich noch Erdnussbutter gefunden. Die mache ich jetzt drauf. Das hier, Leute, das ist das Krasseste, was es gibt. Das sind so in Sirup eingelegte Kirschen. Ey, Digga, ich bin richtige Köchin. Ich sage euch ehrlich. Ich mache genau so ein Foto und poste das auf Insta. Feedpost. Schon mal extra Instagram-Seite dafür auf. Also, das ist jetzt mein Essen. Da habe ich schon probiert. Und es sieht gar nicht so geil aus, aber in echt sieht es viel geiler aus. Und ja, egal, YOLO schmeckt halt. Guten Hunger! Okay, ich habe meine Haare aufgemacht. Digga, die sind richtig schön, also kommt sehr ehrlich. Die sehen jetzt so aus. Und es gibt eine kleine Planänderung. Wir gehen jetzt einkaufen und danach fange ich an aufzuräumen und meine Pflanzen zu machen und so. Genau. Okay, es ist aus Versehen 18:30 Uhr. Wir waren einkaufen, wir haben alles erledigt und dann bin ich eingeschlafen. Weil ich war tot. Ich war wirklich so müde. Und jetzt trinke ich noch einen kleinen Käffchen, einen kleinen Wachmacher. Oh mein Gott, das war heiß. Hi! Jetzt geht's los mit Koffer packen. Lieben wir nicht. No, I won't ever be so right. What you wanna take, what you wanna say, what you wanna say, yeah. Das Buch habe ich durchgelesen. Eure kleine Büchermaus. Die habe ich nicht mal angezogen, aber dieses Papier drin heule. This bitch empty. Ich habe jetzt nur ein Problem. Es könnte sein, dass ich vor dem Urlaub alle meine Klamotten in den Kleiderschrank reingestopft habe. Wirklich unordentlich. Und jetzt alle meine Klamotten nicht mehr da reinpassen. Was soll ich jetzt machen? Kein Bock aufzuräumen. Ich habe keinen Bock. Mein restliches Zimmer sieht ja genauso aus. Jungs, 400 Jahre später, ich habe mein ganzes. Ich bin so rot. Wieso bin ich so rot? Ich kann nicht mehr. Ich habe meinen ganzen Kleiderschrank aufgeräumt. Es ging nicht. Ich habe eben gesagt, gar keinen Bock. Ich habe es gemacht. Okay, ich habe es gemacht. Wie viel haben wir? 21:15 Uhr. Ich komme noch nicht klar. Ne? Ist Primetime gerade. Müsste Fernseher gucken. Was willst du jetzt? Okay, ich muss den Rest jetzt noch einräumen und dann mich ans komplette Aufräumen machen. Also ich halte es gerade zu, weil da steht meine Adresse und so. Aber ich habe euch schon im anderen Vlog mal so Blumen gezeigt, die ich zugeschickt bekommen habe. Und jetzt wollte ich mir von der gleichen Seite nochmal Blumen bestellen. Und die haben so 30 Euro gekostet, aber ich habe so einen Gutschein mitgeschickt bekommen für so einen 15-Euro-Gutschein. Jetzt kostet es einfach nur noch 14 Euro und diese Blumen sind so schön. Alter, ich freue mich, ich heul gleich. Ich bin übrigens fertig mit dem Kleiderschrank und dann habe ich so eine kleine Pause gemacht und dachte so, hast du dir verdient, bestell dir mal Blumen. Weil die waren so schön und ich will hier so Blumen wieder stehen haben, weil hier ist voll leer. Und die kommen am Mittwoch an. Super, super toll. 14 Euro kann man mal machen, oder? Kann man mal machen. Okay, mein Kleiderschrank ist fertig. Alle Sachen aus meinem Koffer sind weggeräumt. Hier sind noch ein paar Sachen. Aber es ist schon spät, ne? Ich gehe jetzt schlafen. Es ist irgendwann noch Nachtruhe. Das mache ich dann morgen, weil ich muss ja noch abstauben. Also so Schränke und so. Und die Sachen müssen dahin, wo abgestaubt werden muss. Das heißt, entweder ich mache die jetzt rein und dann mache ich morgen wieder raus und dann mache ich wieder rein. Oder ich mache jetzt draußen, dann staub ich ab und dann mache ich morgen rein. Also morgen geht es auf jeden Fall weiter, ne? Ich mache jetzt nur noch meine Pflanzen, damit die sich so ein bisschen regenerieren, weil die Mausis sind fast alle gestorben, Digga. Ich war 3 Wochen weg und ich hatte halt
meine Rouladen, mein Rollladen. Oder wie das heißt. Auf jeden Fall, das Ding war zu. Und da kam halt keine Sonne rein. Alle waren so, ey, Digga, was ist los? Dunkelheit, ciao. Bin tot. When I see you again. Die Chaya kämpft noch. Die Chaya war eh schon, bevor ich gegangen bin, genau so. Da ist nur ein Blatt. Die ist okay, die ist okay. Die ist eh meine Lieblings-Chaya. Das war meine erste Pflanze und die ist bis jetzt noch gar nichts passiert. Hier ein bisschen Austrocknung. Hier sind wir noch okay, ne? Hier, die Chaya ist absolut am Verrecken, aber wir kriegen das noch hin. Und hier sind noch zwei grüne Blätter, lieben wir. Super, toll. Ich habe mir zwei neue Pflanzen geholt. Directly, directly. Okay, das sind jetzt meine Blumen. Die sieht ganz okay aus. Die schafft es, glaube ich. Das ist die neue. Das ist meine Chaya. Da oben ist auch eine neue. Die sieht auch wieder ganz okay aus. Da ist einfach nichts. Ich hoffe einfach, dass es bleibt. Die sieht ganz gut aus. Das ist eh mein Bré. Ja, zu der kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sie überlebt oder nicht. Dann haben wir die. Die ist, glaube ich, tot. Aber irgendwas sehe ich da. Die ist aber, glaube ich, down. Die ist lebt. Die und die wurden einfach übergossen. Ich gucke da rein, das ist einfach viel zu viel Wasser. Ich hoffe, dass die das überleben. Ich stelle alle Pflanzen morgen raus in die Sonne. Die sollen mal schön jetzt Sonnenlicht kriegen und dann sehen wir weiter. Genau. Morgen. Okay, der ist nicht so heiß wie gestern. Also es ist 10 Uhr. Ich habe mir jetzt so ein Croissant geholt und einen Kaffee gemacht. Und jetzt esse ich und dann geht's los. Es könnte sein, dass es 13.30 Uhr ist und ich noch nicht angefangen habe. Ich wusste, dass es passiert. Ja, egal, YOLO. Ich werde jetzt meine Pflanzen nach draußen stellen und dann anfangen. Schwöre. Schwöre. If there's a world where we don't end up. Life really does go on forever. I know I choose you every time. You say you're the only one for me, yeah. So if you love me, then tell me. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich so viele Pflanzen habe. Hä? Wo kommen die auf einmal alle her? Okay, vielleicht sieht es auch nur so viel aus, weil die gerade nebeneinander stehen, aber trotzdem. Jetzt noch Bettwäsche rausmachen und die lüften lassen. Das Gute an Vlogging ist, dass man es einfach seinen Eltern zeigen kann. Ich kann jetzt einfach sagen, hey Mama, guck, ich habe wirklich mein Fenster geputzt. Wenn die sagt, wenn die nach Hause kommt, so, hey, hast du dein Fenster gemacht? So, ja, und die so, nein, sieht nicht so aus. Dann sage ich, ja, guck mal meinen Vlog. Junge, Junge, es wird echt mal Zeit, dieses Fenster zu putzen, ich sag ehrlich. War gar nicht extra. Nein. Kennst du diese eine TikTokerin mit 2 Millionen Followern? Oh, da ist er ja. Was ein Zufall. Lieben wir. Eigentlich ist auch alles fertig. Klavier sauber abgestaubt. Diese zwei Dinge abgestaubt. Schreibtisch abgestaubt. Und morgen muss ich nur noch diesen Schrank abstauben und Bettwäsche wechseln. Morgen, also ich bin schon wach, ich habe schon gefrühstückt, ich habe mich schon angezogen, eigentlich das gleiche wie gestern, nur ein anderes weißes T-Shirt und ein rosa, egal, YOLO, Yokai. Das ist meine Nase mit meinen Sommersprotzen. Oh, ich liebe dieses Spiel. Kennt ihr Sagerland? Lieb's. Ach, mein Ausweis ist ja hier oben. Lieben wir. Mein Kaktus ist auch am Sterben, aber Pech, Digga, was soll ich machen? Ey, ich kann nicht mehr. Pause. Ich brauche eine Pause. Leute, meine Blumen sind angekommen. Der Typ hat mir dieses Paket einfach hingeschmissen, als wäre es nichts. Ich so, ey, pass mal auf, das sind meine Blumen.
Okay, der Schrank ist abgestaubt, doch wieder ordentlich. Meine Schuhe habe ich gar keinen Bock gerade zu sortieren. Deswegen ja, passt schon. Wenn das jetzt hier nicht läuft, dann habe ich kein Bett mehr. Okay. Okay, so. Ah! Ah, geht doch. Alle. Ah! Nein, so mein Fuß. Ich bin ja schon stark und so, gell? Aber ich kann nicht mehr. Hallo, meine Lieben. Das ist mein neuer Hintergrund. Okay. Das sind die ganzen Spiele, die unterm Bett waren. Guckt mal bitte, wie viel Staub. Es ist so ekelhaft, Mann. Ich muss das mindestens einmal die Woche machen. Und es ist halt voll anstrengend. Aber ja, mal schauen. Also, ich habe jetzt unter dem Bett Gewicht und gestaubsaugt, habe alles wieder so aufgestellt. Und dann habe ich ein bisschen was gegessen und habe halt gewartet, bis meine Kamera wieder auflädt. Was soll man machen? Ist halt so. Jetzt muss ich diese ganzen Bücher abstauben, weil irgendwie das hier sammelt auch so viel Staub. Und es ist nicht, ob ihr es sehen könnt, aber auf dem Buch ist so viel Staub drauf. Und das werde ich jetzt erstmal alles abstauben und dann nochmal neu reinmachen. Mega. Hey Leute, das ist so viel. Wartet. Ich zeige euch jetzt, wie viel Staub da ist, okay? Seid ihr bereit? Sieht man das überhaupt? Aber da ist immer noch so viel drauf. Es ist nicht mehr lecker. Mann! Let's unpack my Blumen. Ich freue mich so, ihr wisst nicht. Okay, okay, okay. Okay, seid ihr bereit? Das hat ja gar nicht so geklappt, wie ich es wollte. Ah ja, hier habe ich mir selber eine Karte geschrieben. Hast du dir verdient, Chaya? Keep going. Einmal muss ich auch selber mal eine Karte schreiben, bin ehrlich. Ah, die sind so süß. Oh mein Gott. Die schlafen jetzt noch, wenn die so ein bisschen ausgeblühtet. Ey, das sind die ich hatte. Das sind genau die ich hatte. Ja, ich fand die so schön. Ich habe die in irgendeinem Blog. Könnt ihr ja mal reinschauen. Habe ich die auch drin. Die sehen so aus. Und wenn die dann so ein bisschen aufwachen, dann sind die so schön. Ich heule. Guckt mal. Guckt mal bitte. Ich freue mich so sehr. Und es geht jetzt um meine neue Vase. I wish I could holler. At you, baby, I'm just not a natural. Not a natural. Not at all. You like fancy, classy effort. There's no dress shirts in my dresser. In my dresser. So why would I wait? Komisch aus, sag ehrlich. Ich weiß, dass ihr das auch denkt. Sieht ein bisschen komisch aus. Okay, es ist alles fertig und jetzt gibt es eine Roomtour.